liebe Blubberfreunde, ich melde mich zurück aus Namibia und habe euch heute mein Unpacking der neuen Packendes-Box mitgebracht. Irgendwie kommt es mir so vor, als hätte ich die letzte Packendes-Box erst vor ein paar Tagen ausgepackt. Dabei ist es jetzt tatsächlich schon wieder ein Monat her. Aber in der Zwischenzeit ist so viel passiert. Jetzt bin ich aus Namibia zurück und ja, was wartet da auf mich? Die neue Packendes-Box für den Monat Februar. Diesmal kommt sie auch in einem ganz neuen Gewand. Schaut sie euch mal an. Sie ist jetzt weiß und hat einen eigenen Karton. Bisher war sie ja so kartonfarben, beigefarben, dunkelbeige oder braun. Und hatte nur so einen Aufkleber drauf von Packendes. Jetzt gibt es die eigene Kartonbox dafür. Finde ich super. Ich habe sie schon bei Facebook bewundert und war ganz gespannt, wie sie jetzt real aussieht. Weiß ist natürlich immer so eine Sache, ne? Der Karton wird schnell schmutzig. Ihr seht das hier. Das ist dann nicht mehr ganz so schön. Aber das Logo und so die Aufmachung finde ich eigentlich schon recht ansprechend. Wenn ihr jetzt euch die Frage stellt, was ist das da, was die da in der Hand hat? Was ist die Packendes-Box? Dann drückt mal auf Pause, schaut in die Infobox. Dort werde ich euch zum einen meine letzten Unpackings verlinken. Dort könnt ihr mal reinschauen, was so in den letzten Boxen drin war. Aber ich werde euch auch den Link in die Infobox packen zur Bestellung und zu weiteren Infos über die Packendes-Box. Denn diese besondere Box gibt es nicht nur im Abo. Man kann sie auch einmalig bestellen und einfach mal zu testen. So habe ich damit auch angefangen. Aber ich habe dann schnell gemerkt, ey Anka, da muss ein ganzes Abo hin. Ich möchte diese Box jeden Monat auspacken und den Inhalt genießen. Die letzte Packendes-Box war, glaube ich, meine absolute Highlight-Box. Da war dieser wunderschöne Schal drinne. Ich liebe ihn so sehr. Seit ich jetzt hier wieder zurück bin, trage ich ihn auch fast täglich. Ich gehe draußen auf jeden Fall keinen Schritt ohne diesen Schal. Die Temperaturen lassen es ja zum Glück auch gar nicht anders zu. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, jetzt lasst uns mal gemeinsam in die Februarbox reinschauen. Eigentlich wollte ich mich bei euch, jetzt bin ich ganz schmuddelig, mit einem Wochengeblubber aus Namibia zurückmelden. Das sollte eigentlich schon am vergangenen Sonntag online gehen, aber mich hat es halt echt total erwischt. Also jetzt keine Erkältung, sondern der Okutala Namibia Blues. Der Abschied ist mir so schwer gefallen, also dazu werde ich euch dann auch noch im nächsten Wochengeblubber mehr erzählen. Aber ich konnte mich jetzt wirklich in den letzten Tagen kaum aufraffen, irgendwie was zu tun. Das war echt hart, das war echt hart. Aber jetzt ist nun mal die Packendes-Box gekommen und ich wollte sie auch sofort auspacken. Deswegen sitze ich jetzt hier und es macht mir auch schon wieder Spaß, mich an euch zu wenden und in die Kamera zu sprechen. Ja, ja, ja. So, der Karton ist gleich offen. Und so sieht der erste Blick aus, den wir in die Box werfen. Das Motto ist Mädelsabend. Oh mein Gott, wie toll! Eine gute Idee. Auf diesem Flyer stehen alle Produkte drauf. Ich lege ihn jetzt erstmal zur Seite. Oh, nach unten schmeißen wollte ich ihn nicht, aber ich hebe ihn gleich wieder auf. Denn wenn ich alle Produkte hier ausgepackt habe, dann werfen wir gemeinsam einen Blick auf diesen Flyer und schauen uns die Produkte nochmal ein bisschen näher an. So. Hier haben wir wieder ganz süßes Packpapier in golden mit süßen kleinen Herzchen drauf. Ach, das ist immer alles so liebevoll verpackt und schön gemacht. Und oh, wie cool! Oh, ich liebe es, jedes Mal diese Box auszupacken. So, nochmal ein Blick. So sieht es aus. Und ich ziehe zuerst mal das hier raus. Hand-cooked John John Potato Crisps. Das hört sich so ein bisschen an, meine Meerschweinchen finden das schon ganz toll. Nein, das ist nicht für euch, das ist für mich. Sweet Chili Red Pepper. Oh, made in Britain. Und da ist noch so ein cooler Drache drauf. Da bin ich richtig gespannt drauf. Und die werde ich jetzt nicht mit zu einem Mädelsabend nehmen, sondern ich glaube, heute Abend werde ich meinen Lieblingsmann, meinen besten Freund besuchen. Und dann nehme ich doch mal diese Potato Chips mit. Dann können wir sie gleich mal testen. So, dann haben wir hier, das hatte ich nämlich schon bei, ich glaube, bei Instagram oder so entdeckt und schon eine Vermutung geäußert. Und ja, ich hatte recht.
Wir haben hier ein Kartenspiel drin. Fantasievolles Kartenspiel für jede Gelegenheit, egal ob Poker, Mau Mau, Skat oder Schwimmen. Mit den liebevoll gestalteten Karten bringt das Spielen gleich doppelt Spaß. Wir haben dann alle hier... Oh, die sind richtig, richtig schön, Leute. Also klar, die haben alle hier einmal das gleiche Motiv auf der Rückseite. Und schaut mal, wie die Karten von vorne aussehen. Ist das nicht toll? Das ist jetzt die Dame. Wow. Oh. Ich bin ja eh so eine Spielerin. Ich liebe Spieleabende. Ich liebe Gesellschaftsspiele und ich liebe auch Kartenspiele. Deswegen sind die Karten hier für mich genau das Richtige. Ich habe nach Namibia ein Skibbo-Kartenspiel mitgenommen, aber das sah irgendwie dann gar nicht mehr so gut aus. Ich hatte es nämlich einmal dabei, als wir in den Etosha Nationalpark gefahren sind. Und da hat es so geschüttet. Meine Sachen sind so nass geworden. Somit auch die Karten. Die habe ich jetzt da gelassen für die anderen mitreisenden Volontäre. Die haben da jetzt sicherlich noch Spaß dran, aber ich wollte sie nicht mehr mit zurücknehmen. Jetzt habe ich neue Karten. Zwar keine Skibbo-Karten, aber dafür ganz, ganz tolle andere Karten. Gut, wir machen weiter. Ich glaube, das darf ich nicht fallen lassen. Ich wickele das mal ganz vorsichtig aus. Eine Portion Glück. Okay. Also es ist so ein Einmachglas irgendwie. Ich weiß noch nicht so genau, was es damit auf sich hat, aber jetzt schauen wir mal hier auf die Seite. Denn da ist nochmal sowas drin. Ne? Ja, nochmal eine Portion Glück. Okay. Da muss ich mir auf jeden Fall gleich mal die Flyer anschauen. Ich weiß jetzt nicht, was es mit diesen Gläsern auf sich hat. Da soll man sicherlich irgendwas reinfüllen. Aber auf jeden Fall ist der Aufdruck oder halt dieser Spruch hier vorne ganz gut zu sehen und sieht auch ganz süß aus. Also da weiß ich jetzt noch nicht so ganz genau, was ich davon halten soll. Wir machen weiter. Wir haben hier einmal zwei Masken von Lavera mit dabei. Einmal eine Feuchtigkeitsmaske und einmal eine Wellnessmaske. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Vor allem Lavera ist ja Naturkosmetik, das ist prima. Feuchtigkeitsmaske mit Bio-Acai-Beeren und weißem Bio-Tee. Und die Lavera Wellness Maske mit Bio-Mandelmilch und Bio-Kakaobutter. Die werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Vielleicht auch nicht unbedingt bei einem Mädelsabend, sondern wenn ich so einen Wellness-Tag oder Wellness-Abend mache. Ja, cool. Finde ich auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Dann, was ist das? Ein hautfarbener Umschlag. Der Inhalt ist recht fest. Gucken wir mal. Was ist das denn? Ich finde, diese Umschläge kann man auch immer noch schön weiterverwenden. Also ich mache das zumindest immer so. Dann haben wir hier eine Karte. Oder es ist eine recht feste Karte. Und was war jetzt da dabei? Oh, guck mal. Könnt ihr das lesen? Warte mal. Lieblingsmensch! Oh, ist das schön! Das ist zum Verschenken, ne? Deswegen vielleicht auch diese Karte oben, ne? Oh, ich weiß schon, wer das bekommt. So, und dann versteckt sich hier gleich nichts mehr drin, aber doch, einen Umschlag haben wir noch. Die Farbe gefällt mir übrigens richtig, richtig, richtig gut. Achtung! So, und da gucken wir jetzt zum Schluss auch noch rein. Oh Gott, ist das süß. Schaut mal. Ich bin halt glücklich, wenn du da bist. Wie schön. Okay. Okay. Auf den ersten Blick bin ich jetzt etwas skeptisch, weil ich nicht so wirklich weiß, was es hier mit diesen Gläsern auf sich hat. Und ja, das finde ich zwar echt süß, aber
Jetzt, ich muss mal einen Blick auf die Karte werfen und gucken, was dazu draufsteht. Also, das packendes Team schreibt: Ihr Lieben, im Februar steht packendes ganz im Zeichen Mädelsabend. So gerne wir die Flasche Gin und die Chippendales mit ins Päckchen gepackt hätten. Das eine geht aus rechtlichen, das andere aus Platzgründen nicht. Aber dafür haben wir andere wunderschöne Sachen für euch zusammengestellt. Zwei Gläser im Schraubverschluss-Look, die wahlweise als Vase, Teelichthalter oder Trinkglas verwendet werden können. Oder der Einsatz für euer Spiel kommt ins Glas. Mit im Päckchen ist nämlich ein Kartenspiel, das wir extra nur für euch designen lassen haben. Gerade mit mehreren Mädels bringt eine Partie Karten so richtig viel Spaß. Seid ihr zu zweit, wäre ein gemütlicher Abend mit eurem Lieblingsfilm, einer Packung Chips und einem kleinen Beauty-Programm, zum Beispiel mit erfrischenden Gesichtsmasken von Lavera, vielleicht genau das Richtige für euch. Das Mini-Poster mit goldener Schrift eignet sich ebenso wie das Holzschild nicht nur zum Verschenken, schließlich sollten wir selbst uns doch auch selber der liebste Mensch sein. Oh, das ist süß. Habt eine wundervolle Zeit mit euren Mädels und Liebsten im Februar. Euer Packendes bei Pech und Schwefel. Schaut mal, ist das Bild nicht süß? Das finde ich immer total liebevoll gemacht. So, jetzt gucken wir nochmal, was hier so drin steht. Wir haben ja zum einen nochmal das Mini-Poster und die Chips sind hier abgebildet. Finde ich übrigens eine süße Idee, das hier so mit Washi-Tape, irgendwie mit passendem Washi-Tape an die Wand zu machen. Zum Kartenspiel steht da, ach, ich mag Kartenspiele, ihr hoffentlich auch. Egal ob zu Hause am Tisch, bei der Bahnfahrt oder im Urlaub, Kartenspielen geht immer. Wir haben für euch ein eigenes Kartenspiel machen lassen, besonders gefällt mir der Joker. Schaut mal schnell rein. 55 Karten mit 5 zauberhaften und fantasievollen Motiven warten auf euch. Egal ob für Skat, Bridge oder auch so schöne Kinderspiele wie Mau Mau, habt ganz viel Spaß beim Spielen. So, dann haben wir hier einmal Gläser und Holzschild. Und hier steht nochmal so ein bisschen was über die Lavera Gesichtsmasken. Und abschließend nochmal ein Blick auf alle Produkte der Februar-Packendes-Box. So, meine Meinung, mein erstes kleines Fazit, nachdem ich die Box jetzt frisch ausgepackt habe. Die Idee des Themas Mädelsabend finde ich super genial. Von der Umsetzung bin ich vielleicht ein klitzekleines bisschen enttäuscht. Also ich habe jetzt, da die letzten Boxen wirklich so pompös waren, klar muss man jetzt vielleicht auch mal wieder ein bisschen zurückschrauben, aber ich hatte einfach gehofft, dass es so weitergeht. Also ganz, ganz toll finde ich hier das selbstdesignte Kartenspiel. Das ist eine super schöne Idee und für mich als Spielerin ist es natürlich auch eine wunderbare Sache. Ebenso toll finde ich die Idee mit diesen doch sehr außergewöhnlichen Chips, die ich so auch noch nicht gesehen habe. Das sind bestimmt wieder irgendwelche ganz besonderen. Muss ich mir nochmal ganz genau anschauen. Ja, auch aus Hamburg. Ja, da werde ich mich auf jeden Fall nochmal genauer informieren. Die Idee finde ich auch gut. Die Masken sind auch nicht schlecht. Also das ist so als kleines Goodie dazu. Finde ich auch super. Passt zu einem Mädelsabend irgendwie auf der einen Seite. Und auch so ein bisschen zum Thema Wellness natürlich. Finde ich auch nicht schlecht. Ja, dieses finde ich auch toll, so zum Verschenken. Aber irgendwie, also mit diesen Gläsern kann ich jetzt nicht ganz so viel anfangen. Ich meine, solche Einmachgläser hat, glaube ich, irgendwie jeder zu Hause. Klar, hier steht jetzt eine Portion Glück drauf und das macht diese Gläser vielleicht nochmal zu etwas Besonderem. Aber ja, ich weiß jetzt nicht ganz so viel damit anzufangen. Dann gleich zwei Stück, klar, aber Mädels am machen das als Getränke, als Cocktailgläser irgendwie herrichtet, ist es natürlich toll, aber ja, in irgendeiner Sommerbox gab es nämlich auch schon mal solche Einmachgläser, nenne ich sie jetzt mal. Die hatten aber noch einen Deckel drauf und so einen Strohhalmhalter. Die habe ich auch immer total gerne für Smoothies und so, ja, so Eisgetränke genutzt im Sommer. So Frappuccinos und so. Aber jetzt nochmal zwei Gläser, also da hat die Packendes-Box jetzt nicht so unbedingt meinen Geschmack getroffen. Und ja, das ist hier zwar süß, aber ich weiß nicht, also irgendwie fehlt mir noch was in der Box. Irgendwas fehlt mir noch. Egal. Vom restlichen Inhalt bin ich sehr angetan und es wäre ja auch total utopisch gewesen, würde ich jetzt wirklich jede Box total feiern und von jeder Box erneut riesig begeistert sein, jede neue Box besser als die vorherige finden.
da ist es schon klar, dass irgendwann mal so ein kleiner Dämpfer kommt. Ich hoffe jetzt auf die Märzbox, aber freue mich jetzt auch schon total drauf, dieses hier zu verschenken. Ich weiß, wer es bekommt, und ich hoffe, mein Lieblingsmensch freut sich darüber, über diese kleine Botschaft. Gut, ihr Lieben, sagt mir gerne, was ihr von der Februar-Packendes-Box haltet. Wie hat sie euch in diesem Monat gefallen? Überlegt ihr noch, ob ihr sie abonnieren möchtet, oder habt ihr sie vielleicht schon abonniert? Was gefällt euch hier jetzt am besten vom Inhalt und was findet ihr eher misslungen? Ich freue mich sehr auf euer Feedback und würde mich auch sehr freuen, wenn ihr am Sonntag wieder reinschaltet. Dann gibt es nämlich mein neues Wochengeblubber mit ein paar Infos aus Namibia natürlich und einem großen Leseupdate. Ich habe so ein bisschen was gelesen in den letzten Tagen und Wochen und möchte euch natürlich unbedingt davon erzählen. Ich hoffe, euch geht's gut. Habt noch einen schönen Tag, eine schöne Restwoche und wir sehen uns dann spätestens am Sonntag wieder. Bis dann. Ciao. PS. Es gibt an dieser Stelle noch ein PS, denn mir ist gerade aufgefallen, ich habe die Anfangssituation mit meinem Handy gar nicht aufgeklärt. Ich saß hier so da, habe euch begrüßt und hatte das Handy vor der Nase. Eigentlich total unhöflich, aber ich wollte eben in meiner Snapchat-Community Bescheid geben, dass ich gerade das neue Video drehe. Und ja, wenn ihr da mehr sehen möchtet, so ein bisschen mehr hinter den Kulissen von Ankas Geblubber und so ein bisschen Daily Vlogs, ganz viel Geblubber, was vielleicht auch nicht mit Büchern zu tun hat, dann schaut mal auf meinem Snapchat-Account vorbei. Er steht in der Infobox. Ich heiße da Ankas Geblubber, wie überall. Also solltet ihr mich finden können, wenn ihr mich finden möchtet. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns da anfreunden und ich auch vielleicht so ein bisschen was von eurem Leben sehen kann. Ja, das als kleines PS. Snapchat war live mit dabei. Das war's für heute. Bis dann. Tschüss.